Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play OpenTTD. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, also ein bisschen Geld habe ich für Bestechungen tatsächlich noch ausgegeben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich mein Tram-Netzwerk schon abgerissen und brauchte aber noch ein bisschen Ruf, weil ich noch ein bisschen was anderes abreißen musste. So, was ich jetzt hier gemacht habe ist, die Züge fahren jetzt hier lang und eine Linie fährt hier rein, fährt dann über diesen Bahnhof zurück. Und eine Linie fährt hier weiter, hier rein, über diesen Bahnhof zurück. Und damit habe ich dann insgesamt zwei Linien hier und kann die eigentlich auch in dieselbe Gruppe packen und kann dann eben gucken, wenn ich für eine Linie einen neuen Zug kaufen will, dann kann ich auch einfach hier auf den Bahnhof klicken. Ja, so soll das jetzt laufen. Die Tram habe ich komplett abgerissen und was ich noch gemacht, hier ist übrigens die Station leider um einen zu weit in diese Richtung. Also früher oder später wird das Teil hier pleite gehen, weil ich das ja nicht beliefere. Aber ja, ich konnte jetzt hier meinen Bahnhof leider nicht so genau setzen, wie ich das eigentlich wollte. Ist aber nicht ganz so schlimm. Vor allen Dingen dann, wenn hier tatsächlich die Straße noch weitergeht, weil das, was ich nicht im Einzugsbereich mit drin habe, ist tatsächlich genau dieser Straßenbereich hier und wenn ich hier einfach selber die Straße durchbaue, dann sollte das eigentlich funktionieren. Genauso hier, wenn ich hier eine Straße hinbaue. So, dann muss ich nur noch dieses eine Haus abreißen, wenn ich mal wieder irgendwann ein bisschen Ruf habe hier in der Stadt. Das heißt, eigentlich kann ich auch gerade mich hochbestechen nochmal eine Runde. Wenn ich denn, oh ja, die mögen mich gar nicht mehr. Aber mit gut sollte ich dieses eine kleine Haus eigentlich abreißen können. Und ich habe mir das auch sowieso überlegt, dass ich eventuell mal den Städten verbieten sollte, Straßen zu bauen. Denn dann kann ich in meine Stadtplanung, hier sieht man, sind die Brücken zum Beispiel ein bisschen hässlich, die ich hier gebaut habe, damit die Straßen hier hinten noch angeschlossen sind. Dann kann ich rein theoretisch meine Stadtplanung ein bisschen anders ausrichten und kann meine Nahverkehrsnetzwerke tatsächlich so entwerfen, dass zum Beispiel hier immer Straßen durchgehen, für die ich dann keine Einzugsbereiche brauche. Oder dass solche Situationen nicht vorkommen, dass irgendwo ein Feld ist, wo kein Haus entstehen kann, weil einfach keine Straße in der Nähe ist. Wo aber Häuser drumherum sind, sodass das eben an eine Straße auch nicht mehr angeschlossen werden kann. Das sind immer ganz blöde Situationen und die können leicht entstehen, wenn man die Städte die Straßen selber bauen lässt. Aber momentan habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Das Einzige, was mir hier jetzt noch fehlt, ist tatsächlich ein Zugdepot. Das werde ich mir noch bauen und dann eben die entsprechenden Züge. Und ich baue das Zugdepot einfach mal hier hinter den Bahnhof, weil hier noch ein bisschen Platz ist. Und dann hole ich mir noch mal eine kleine Lok. Und würde ganz gerne hier schon mal die Zuggruppe machen, damit ich dann gleich Template Replacement benutzen kann, um die Züge der richtigen Gruppe hinzuzufügen. Und das wäre also P und T0 und das ist ELLR. So, Gruppe gerade richtig einordnen hier. Und den Zug hier in die Gruppe. Brauche ich nur noch Template Replacement. Und hier gibt es auch noch einige Templates, die inzwischen gar nicht mehr benutzt werden, was man daran sieht, dass das hier unten fehlt. Die kann ich eigentlich auch direkt rauslöschen. So, und dann gucke ich mir mal an, welche Gruppe brauche ich denn. P habe ich hier schon mal, T0, Elrich, genau. Und das hier ist mein Nahverkehrstemplate. So, dann benutzen die Template 4, das ist also korrekt. Dann kann ich die Pause wieder ausstellen. Der kann hier einmal kurz ausparken und dann dreht er einmal um. Und dann ist er auch richtig eingerichtet. So, wie sehen seine Order denn aus? Also erstmal muss er hier hinfahren, dann muss er hier hinfahren. Und jetzt ist eben, ich setze erstmal alles hierhin, 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 hierhin. Und ja, ich nehme das erste Depot mal raus und dann lasse ich ihn ins Depot fahren, bevor der weiterfährt, dann auf die Strecke. Dann nehme ich das hier raus. Dann soll der also Industrial Park und South, das ist richtig, dann hier hin nichts einladen, nur ausladen. In Elrich nichts einladen, nur ausladen. Und dann in Annex
Nichts ausladen. So, das ist der Plan eigentlich dahinter. Und hier das Zugdepot, da soll der nur dann hingehen. Moment. Genau so. Da soll der nur dann hingehen, wenn er tatsächlich Wartung braucht. Und Wartung braucht er einfach mal. Moment, wo habe ich es denn? Reliability. Wenn Reliability mehr ist als, sagen wir einfach mal, 65, dann soll der sofort wieder weiterfahren und wenn es das nicht ist, dann soll er ins Depot fahren. So, das sind die Order. Nochmal gerade gucken, in Elrich wird nichts eingeladen, das ist also so, wie es sein soll. Guck gerade, oh, ich habe ein neues Vehikel zur Verfügung. Das Teil ist doch, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Moment, Maximalgeschwindigkeit 80. Könnte ich eventuell für Personennahverkehr einsetzen, weil es auch nicht sonderlich viel teurer ist als die Lok, die ich da momentan einsetze. Kostet mich 8.400 im Jahr. Wie sieht es hier aus mit dem gesamten Zug? Der gesamte Zug kostet mich 18.000 im Jahr. Okay, die Waggons kosten mich eben auch ein bisschen. Muss gerade mal gucken. Moment, Available Trains, genau. Wie viel kostet mich das Teil hier mehr? Ja, ich habe dich in der näheren Wahl. Da könnte ich gleich mal gucken, ob ich meine Templates tatsächlich anpasse. Das sieht gar nicht so schlecht aus, das Gefährt. So, nur 1000 mehr Wartungskosten im Jahr, aber macht dafür 80. Das heißt, der sollte ein bisschen mehr Gewinn machen tatsächlich. So. Das ganze Teil wird einmal geklont, sodass ich also zwei hier auf dieser Linie gefahren habe und Fahrplan-Dings, also mit geteiltem Fahrplan geklont und einmal geklont ohne geteilten Fahrplan. Das wäre dann jetzt diese letzte Lok hier und diese hier, Moment, das sollten keine Shared Orders sein, ne? Genau, das sind normale Order. Hier kann ich nämlich Industrial Park und South einfach nur rausnehmen. Und die Tour hier hinten bleibt ja gleich. Das heißt, alles, was ich hier machen muss, ist die beiden Stationen stattdessen einfügen. Dann klone ich das ganze Teil noch einmal. Und das große Problem ist jetzt, ich kann hier keine Automatisierung des Fahrplans einfügen. Leider, weil einfach die hier hinten sich dann gegenseitig blockieren würden und dann würde das alles durcheinander geraten. Das heißt, was ich mache, ist, ich schalte hier einfach mal auf grün, dann lasse ich die losfahren und dann gucke ich mal, ob sich das dann alles vollautomatisch einpendelt. Ich hoffe es einfach mal. Und dann gucke ich mir hier gerade nochmal das Stadtwachstum an. Zu Anfang sollten die ja, ja, das pendelt sich relativ gut sogar ein, weil die... Moment, was ist das denn hier nochmal? 26 und 16 Passagiere. Nee, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier reingefahren ist. Da habe ich keine Ahnung. Und jetzt fährt er auch noch ins Depot rein. Ich weiß nicht so ganz, was dessen Plan jetzt ist. Oder hat der eine Tour sogar schon komplett fertig? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, dadurch, dass hier hinten viele Gleise... Was macht der denn? Der wegen automatischer Wartung ins Depot gefahren? Das ist natürlich totaler Quatsch. Das soll der ja gar nicht. Ja, und jetzt habe ich einen Deadlock. Herzlichen Glückwunsch. Wie kriege ich denn jetzt den Deadlock raus? Wenn gerade mal auf Pause stellen. Ja, weil das so wirklich gar nicht geplant ist, was der Zug hier gemacht hat. Also überhaupt nicht. Das ist natürlich Mist jetzt. Das habe ich nicht bedacht. Dass diese ganze Strecke hier nicht deadlockfrei ist. Was kann ich denn da machen? Wo will der denn überhaupt hin? Der dürfte doch eigentlich weiter. Der will nach Elrich. Da kann er doch hin. Da steht doch kein Zug drin. Warum fährt er denn da nicht hin?
Hier ist doch sogar noch ein Signal. Also dieses Feld hier ist noch belegt, aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass dieser Zug hier noch das eine Feld vom Bahnhof tatsächlich belegt. Das wäre ja nun wirklich Quatsch. Also so richtig Quatsch. Ja, aber also wenn ich jetzt hier einfach ein Signal irgendwie wegmache und dann sage, jo, dann passt das halt, das werde ich nicht machen können. Also die Strecke wird trotzdem wahrscheinlich nicht deadlockfrei sein, oder? Wenn die hier, ja, weil die hier halt einmal im Kreis fahren, das ist halt das Blöde. Denn das habe ich leider nicht bedacht bei der ganzen Angelegenheit. Könnte natürlich hier einfach ein zweites Gleis noch dazu bauen irgendwie, aber dann könnte ich die Kapazität ausbauen, aber die Kapazität ist damit immer noch relativ hart limitiert sogar. Für 4 Züge wird es dann aber vermutlich reichen, ne? Gerade mal überlegen. Ein Zug darf hier im Moment, was ich einfach mal machen kann, ist, kann ich denn nicht hier noch ein Signal hinbauen? Nee, der darf da auch nicht einfahren. Warum darf der denn hier nicht einfahren? Wo will der denn? Der muss doch... Der will... Moment, lass mich das gerade mal sehen. Der will hier oben hin. Ja, das ist ja korrekt eigentlich. Aber er darf hier nicht einfahren, weil scheinbar dieser Zug hier immer noch dieses Gleis belegt. Bin ich jetzt total bescheuert? Das kann doch nicht sein. Ich baue einfach nochmal hier ein zusätzliches Signal hin. Ja, dann darf der weiterfahren, dann darf der weiterfahren, dann dürfen die alle weiterfahren. Und jetzt habe ich wirklich Worst-Case-Szenario, weil die jetzt alle hier in diesen Kreis eingefahren sind oder alle in diesen Kreis einfahren wollen. Dadurch, dass dieses Signal hier jetzt aber ist, können die hier jeweils immer weiterfahren. So, jetzt blockiert der das hier. Aber wenn hier alle 4 Züge in dem Kreis drin sind, dann ist ja das Worst-Case-Szenario schon eingetroffen. Und wenn sich jetzt hier der Deadlock auflöst, dann... ist das Signal? Nee, das Signal ist leider nicht weit genug. Das Signal muss hier hin. So, Moment. Du darfst doch... Warum wartet der denn noch, wenn da gar kein Signal mehr steht? Normalerweise crashen die doch auch dann immer. Ich schicke den gerade einmal kurz weiter. So, dann darf der nämlich weiterfahren. Ich glaube, das Ganze hier ist eine ganz schlechte Idee gewesen, wie ich das hier gebaut habe. Also so ist eine richtig schlechte Idee. So, der darf damit dann weiterfahren. Ich glaube, diese Strecke wird nicht besonders toll werden. Und ich werde hier sicherlich dann noch umbauen müssen. Wenn die hier nämlich so die ganze Zeit warten müssen und hier immer nur ein Zug sich bewegen kann in dieser ganzen Deadlock-Geschichte hier. Dann werden die auf keinen Fall Gewinn machen. Ja, also dieser Kreis hier, ne, der ist so schlecht geregelt, dass ich immer nur ein Zug tatsächlich... Warum fahren die denn auch mehrmals da durch? Warte mal gucken, der hier war jetzt wie viel Mal hier schon drin? Und jetzt fährt er hier nochmal durch. Das kann doch eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Nee, das ist kompletter Quatsch, wie ich das hier gebaut habe. Dann muss ich eben einfach in Kauf nehmen. Moment, den schicke ich gerade noch mal ins Depot rein. Dann muss ich einfach in Kauf nehmen, dass die hier lokal sich nicht weiter bewegen können. Also das ist ja wirklich, das geht ja gar nicht. Also das geht wirklich so überhaupt nicht. Vielleicht mit 3 Zügen noch irgendwie, aber da glaube ich auch nicht so richtig dran. Also wenn die hier immer diesen Haken schlagen, ne, das ist, nee. Nee, das kann man nicht machen. Das heißt, ich lasse es einfach mit 3 Zügen gerade nochmal ein Weilchen laufen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Aber eigentlich kann das nicht sein, dass das hier irgendwie funktioniert. Ja, diese ewigen Wartezeiten hier noch die ganze Zeit vor dem Bahnhof. Ja, ich lasse das erst gerade nochmal ein Weilchen laufen und dann gucke ich mir das mal an, ob die irgendwie Gewinn machen oder nicht. Stadtwachstum wird vermutlich nicht so super toll sein. Und die machen hier selbst... Ja, die machen natürlich Verlust, wenn sie die lokalen Passagiere ausliefern.
überlege gerade, warum das so ist. Weil die von hier nach hier, genau, wenn die von hier nach hier fahren, dann legen sie eine ziemlich lange Strecke zurück und wenn sie dann wieder zurückgebracht werden, dann wird das natürlich abgerechnet. Dass sie, also hier wird ein höherer Betrag angerechnet, weil sie hier eine längere Strecke fahren, als sie eigentlich fahren wollen. Und das, was ich hier dann zu viel gekriegt habe beim Transfer, das wird mir dann hier natürlich wieder abgezogen. Ja, okay, das ist klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt ist eben die Frage, ob das Ganze wenig genug ist, dass mir auf den Zügen trotzdem noch Gewinn angerechnet wird. Ja, und ich bin sowieso nicht bei 7000, selbst mit diesem, selbst mit dieser Nahverkehrsstrecke noch mit dabei, also das ist totaler Quatsch, was ich hier gebaut habe. Das ist wirklich totaler Quatsch. Ja, gucke ich mir das mal an, das ist ein Zug, der hier vorne lang fährt. Dann passe ich mal die Order hier entsprechend an. Heißt, ich nehme mir einmal kurz das Depot, nehme ich mir alle Züge, die hier irgendwie ihre Runden drehen, sende die alle ins Depot, damit ich in Ruhe umbauen kann. Das heißt, eigentlich muss ich gar nicht so wirklich umbauen, ne? Weil das Depot hier hinten ist. Das heißt, ich müsste das Depot versetzen, damit ich hier vernünftig umbauen kann. Ja gut, das kann ich aber machen. Das ist ja schnell gemacht. So, dann muss ich das Depot hier hinbauen stattdessen. Nee, dann habe ich hier einen 90-Grad-Winkel drin. Das kann ich eben nicht machen. Könnte das Depot theoretisch hier hinbauen. Dann hätte ich aber hier kein Signal mehr hinterm Bahnhof. Nee, das will ich auch nicht machen. Ich lasse das Depot einfach erstmal da, lasse die Strecke so, wie sie ist, auch wenn sie dann damit nicht toll ist. Und dann nehme ich mir mal ihn hier. Der fährt Industrial Park. Industrial Park und Süd, das heißt, der fährt hier lang. Dann fährt er direkt nach Elrich. Warum? Das seht ihr gleich noch. Dann fährt er hier nicht mehr hin. Genau, direkt nach Elrich und das, dann ist er fertig. Und dann reiße ich hier gerade diesen Zusatzbahnhof, den ich gebaut habe, reiße ich wieder ab. Und der Bahnhof hier ist jetzt stattdessen Elrich. Und dann reiße ich hier unten diesen Bahnhof wieder ab, damit die Züge hier nicht aus Versehen reinfahren. Und dann kann ich hier eigentlich auch direkt die Strecke komplett abreißen. So, dann habe ich, ja, dann habe ich hier natürlich wieder ein Feldeinzug weniger. Das ist auch blöd, weil ich das ja ursprünglich so geplant hatte, dass hier noch ein Bahnhof ist. Dann baue ich hier halt den Bahnsteig hin, aber schließe den nirgendwo an. Dann sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren. Dann brauche ich noch einen der Züge, die hinten rumfahren. Muss ich mal gucken, ob der hier einer davon ist. Ja, der hat nämlich schlechte Order. Da muss das einer von denen sein, die hinten rumfahren. Dann kann ich den direkt rauslöschen. Den direkt rauslöschen. Und dass in Elrich nichts eingeladen wird, das ist ja schon vernünftig eingestellt. So, dann fahrt ihr mal wieder los, Jungs. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das Ganze sind jetzt eigentlich mehrere Kreise. Funktionieren tut das Ganze deswegen. Wo will er denn jetzt hin? Ah, jetzt geht's, okay. Funktionieren tut das Ganze deswegen, weil es nur zwei Haltestellen jeweils auf einem Kreis sind. Das heißt, dass ein Zug jetzt hier so ewig im Kreis fährt, vollgeladen, keine weiteren Passagiere mehr einladen kann und deswegen enormen Verlust macht. Die Situation kann eigentlich nicht wirklich eintreffen. Weil er eben nur höchstens eine weitere Station anfährt und dann hat er eben für die Passagiere, die er, die in dem Zug drin sind, hat er eben einen kleinen Umweg gemacht, aber eben keinen so großen Umweg, dass er, warum ist der denn jetzt lost? Wo will der denn hin? Keinen so großen Umweg, dass das wirklich, wirklich schlimm ist. So, der will, warum will der denn nach Sidings jetzt fahren? Der soll doch, ach so. Der, warum, Moment, Jump to Order 2? Das ist ja auch Quatsch. Der soll Order 1. So, und das hier ist
Reliability. Und das ist größer oder mehr als 65. Dann kommt der zweite raus. Weiß nicht genau, warum das hier... Muss ich mal auf die anderen Züge gucken, ob das bei denen auch falsch ist. Die kommen... Ja, die haben hier Order 1. Also irgendwie dadurch, dass ich die Orderlisten umgestellt habe, scheint das passiert zu sein. Dass das nicht mehr so wirklich funktioniert, wie es soll. Und dann gucke ich mir das Ganze hier... Ja, hier ist halt jetzt leider... Ja, das hier ist blöd, dass das Signal hier steht. Das mache ich gerade mal weg. Und damit darf der Zug hier, kann der Zug hier nicht mehr die Kreuzung blockieren und da warten. Dann steht er eben noch ein Weilchen länger hier in dem Bahnhof direkt drin. Aber das ist ja kein Problem. So, und warum fahren die Fährt... Wo will der denn überhaupt hin? Ich weiß es nicht so richtig. Die fahren doch jetzt alle in den ersten Bahnhof rein. Das ist doch totaler Quatsch. Warum fahren die denn jetzt alle in den ersten Bahnhof rein? Gerade mal gucken, wer die... Ja, die... Aber zwei Züge haben den Bahnhof hier auf ihrer Orderliste. Und hier hinten sind es auch nur zwei Züge. Das sind 91 und 92. Und hier hinten sind es 93 und 94. Das ist doch eigentlich korrekt. Warum fährt denn kein Zug in den hinteren... Ach. Aus irgendeinem Grund... Fahren die Züge hier nicht geradeaus? Das ist 91, der soll dahin, das ist kein Problem. Das ist 94. Warum fährt 94 jetzt hier in den Bahnhof ein? Weil 94 hier an dem Signal eigentlich... Kann doch nicht sein. Der will nach Sidings. So, und der kann niemals... Aha! Daran liegt das. Der kann aus dieser falschen Orderung... Kann der niemals raus, weil er Sidings nie erreichen kann, solange er quasi im Notfallmodus ist, glaube ich. Also der versucht, nach Sidings zu kommen. Und weil hier dieses Stück hier später frei wird, oder diese gerade Strecke später frei wird, als die Strecke in den Bahnhof reinführt... Und er sowieso von hier aus keine Ahnung hat, wie er nach Sidings kommen soll, glaube ich zumindest, dass das so ist, ohne über diesen Bahnhof sowieso rüber zu fahren. Das heißt, dieser hier kriegt eine Strafe von der Wegfindung. Ich glaube, deswegen fährt der hier in den Bahnhof ein. Und wenn er hier in den Bahnhof erstmal eingefahren ist, dann kommt er hier aus dem Bahnhof nicht wieder raus. Weil, also ohne in diese Richtung hier zu fahren, und die Wegfindung merkt das nicht, dass hier diese Kreuzung... dass das nicht funktioniert an dieser Kreuzung. Ich glaube, daran liegt das. Ich weiß nicht, ob ich das beheben kann, indem ich hier die Orderliste einfach ein paar Mal skippe. Oder ob ich das beheben muss, indem ich hier diese Strecke dazu baue. Ich glaube, letzteres ist der Fall, weil dann kann sich das Ganze nämlich auch wieder automatisch reparieren, wenn diese Situation aus irgendeinem Grund nochmal eintritt. So, dann sollten jetzt auch die hinteren noch bedient werden. Ist so meine Hoffnung. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier jetzt läuft. So, die Züge machen ordentlich einen schönen, dicken Verlust, also einen richtigen Verlust. Ich hoffe mal, dass sich das über die Zeit gibt. Also die Züge, die hier den hinteren Teil anfahren, die machen sowieso Verlust, da kann ich nichts dran ändern. Das liegt halt daran, dass die Stadt nicht groß genug ist, um hier die hinteren Bahnhöfe wirklich zu füttern. Und ja, dummerweise habe ich das Netzwerk jetzt so schlecht gebaut. Ja, was heißt schlecht, aber halt so gebaut, dass eben die Stadt nicht wächst. Und damit fühlt sich das hier hinten auch tatsächlich nie wirklich auf. Da kann ich aber nichts dran machen. Das muss ich so akzeptieren, dass das so ist. Na gut, wenigstens transportiere ich hier ein paar Passagiere. So viele, dass hier inzwischen in diese Richtung Cargo Flow gelb ausgelastet ist. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, scheinbar aber produziere ich dadurch durch diese Linie, was ja wenig verwunderlich ist, weil man kann nur von hier nach hier und von hier nach hier. Das heißt, die Passagiere, die hier unterwegs sind,
Die haben nicht besonders viele Möglichkeiten, um in der Stadt zu verreisen. Das heißt doch, man kann noch von hier nach hier. Aber dann, ja, okay. Also, ja, Stadtwachstum, leider Fehlanzeige. Das heißt, die Züge, die hier hinten fahren, die werden auch noch lange Zeit verlustreich bleiben. Da kann ich aber leider nichts dran machen. Also außer die Stadt wachsen zu lassen. Und das geht halt nicht so, wie dieses Netzwerk hier eingerichtet ist. Was mir sehr gut gefällt an diesem Netzwerk ist, dass ich tatsächlich hier nur 4 Bahnhöfe habe und damit einen riesengroßen Stadtbereich abdecke. Das heißt, hier gibt es so eine kleine Ecke, die nicht durch entweder diesen oder diesen Bahnhof abgedeckt ist, irgendwie hier so um den Dreh. Aber trotzdem, also die Abdeckung gefällt mir, die Effizienz durch diese Bahnhöfe. Obwohl natürlich man auch sagen muss, die Bahnhöfe haben ja alle dieselbe Catchment Area, denselben Einzugsbereich, ganz egal, wie ich die verteile. Das heißt also, mit 4 Bahnhöfen sollte ich immer genau so eine große, so einen großen Bereich überdecken können. Eigentlich. So, gucke ich mir mal den Zug hier nochmal an. Also die sollten eigentlich nicht so viel Verlust machen, wenn das richtig laufen würde hier. Machen sie aber trotzdem. Weil irgendwie innerhalb der Stadt scheinbar nur, oder hier nur sehr, sehr wenig Leute fahren wollen, aus irgendwelchen Gründen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, der ist nicht besonders voll. Und hier lädt er dann komplett voll, okay. Ah, der hat jetzt auch gar keinen Verlust mehr eingetragen. Der hat jetzt tatsächlich Gewinn eingetragen. Und ich bin immer noch so ein bisschen in der, ja, in der Zwickmühle. Zwischen den verschiedenen Einrichtungen meiner Langstreckenzüge jetzt auch noch, weil ihr seht halt, also mit diesen Kurzstrecken, wenn ich die tatsächlich so einrichte, dass die nicht wirklich Verlust machen, dann kann ich mit den Kurzstreckenzügen kein Stadtwachstum erzeugen. Das war bei dem anderen Modell, was ich hier oben, sei denn ihr habt irgendwie andere Vorschläge noch, das ist bei dem Modell, was ich hier benutzt habe, ist es ja genauso. Das hat nur, seht ihr hier, bei 2400 Einwohnern ist das maximale Stadtwachstum momentan. Das hat nur ein wirklich marginales Stadtwachstum, was ich hier betreibe. Und beliefert eben quasi nur den Fernverkehr. Das ist eigentlich schon sowas fast wie ein echter Flieder. Und genauso hier auch. Sehr schlechtes Stadtwachstum, beliefert aber relativ gut den Fernverkehr. Der Fernverkehr verteilt sich auf alle anderen Städte, die dann jeweils so ein ganz kleines Plus zu ihrem Wachstum dazu kriegen. Und ich glaube, wenn ich das tatsächlich so weitermache, wie ich das hier gemacht habe, dann werde ich niemals wirklich Wachstumsziele für die Städte erreichen. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn die kleineren Städte nicht wachsen, wie soll ich denn dann genug Passagiere generieren, um die großen Städte wachsen zu lassen? Ja, weil die großen Städte, die können, wenn ich das so einrichte, wie ich das hier einrichte, können die nur dadurch wachsen jeweils, oder jede Stadt kann nur dadurch wachsen eigentlich, dass sie von anderen Städten mit Passagieren beliefert wird. Wenn ich jetzt aber das so einstelle, dass ich mir wenige Städte auswähle, diesen Städten ein maximales Wachstum dadurch gebe, dass alle Passagiere irgendwie in diesen, also wenn ich mir zum Beispiel einfach mal 5 oder 6 Städte aussuche und sage, das sind jetzt Wachstumsstädte, und dann richte ich meine ganzen Linien so ein, dass die Passagiere nur jeweils in diesen Wachstumsstädten auch aussteigen können. Dann werden diese Wachstumsstädte natürlich stark wachsen. So, aber irgendwann ist dann die Grenze erreicht, weil ich natürlich nur begrenzt viele Passagiere mit meinen Städten generiere. Und nur die Passagiere, die in den Wachstumsstädten generiert werden, nehmen zu. Weil die anderen Städte werden ja nicht mehr mit Passagieren beliefert. Und das heißt, die wachsen nicht weiter. Das, mir ist noch nicht so ganz klar, wo da also das Limit ist, ne? Wo ich also einfach mal sagen kann, oder wo ich das dann wieder umstellen muss, irgendwann vielleicht, damit die kleineren Städte eben auch wieder weiter wachsen. Oder ob die großen, oder ob das Wachstum, was in den großen Städten generiert wird, ausreicht, um mir genug Passagiere zu liefern, dass die großen Städte dann auch mit den Passagieren noch weiter wachsen. Ich meine, natürlich kann ich später dann auch noch andere Güter zu den Städten hinbringen, wenn ich erstmal gewisse Wachstumsziele erreicht habe, die dann auch in das Wachstum reinspielen, aber mir ist das noch nicht so ganz klar. Und
Ja, ich werde mir das mal bis zum nächsten Wochenende überlegen. Vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Wochenende wieder. Und bis dann.